Hallo zusammen, es hat diesmal etwas gedauert, sich zu entscheiden, ob für dieses kostenlose Star Citizen Wochenende, was jetzt vorbei ist, ein kleiner Gameplay-Zusammenschnitt reicht oder ein richtig geskripteter kleiner Bericht. Also warum nicht beides? Der Titel ist jetzt seit etwa 6 Jahren in der Entwicklung und um es kurz zu machen, Star Citizen ist tatsächlich schon sowas wie spielbar mit dicken Anführungszeichen. Von einem echten Spiel kann man zwar noch nicht reden, aber diese Faszination, die es auf Leute ausübt, die all das hier noch nie gesehen haben, die ist ohne Zweifel da. Leider so, dass man immer, wenn man was fordert, wenn man Spielgame ist, das noch nicht was funktioniert. Ja, ich weiß, ich saß auch schon auf diesem Platz. Insbesondere ist und bleibt grafisch Star Citizen voll auf der Höhe der Zeit, aber das ist ja auch schon länger so. Chris Roberts ist da ja obsessiv hinter dem Thema her, ihm ist das ja sehr wichtig. Da jetzt aber kein weiteres Gelände dazugekommen ist, also Dschungelwelten oder dergleichen, konzentrieren wir uns lieber mal auf die anderen Aspekte. Beispielsweise Zusammenarbeit, was mir persönlich besonders wichtig ist. Und da hatte ich gehofft, dass Star Citizen hier etwas mehr Tiefe hätte, was die alltäglichen Aufgaben eines Co-Piloten angeht. Aber bislang ist es wohl so, dass man einfach eine Standardnachricht an den Tower sendet und damit direkt die Landeerlaubnis kriegt oder eben nicht. Klang das eigentlich gerade so, als ob ich davon ausgehe, dass Star Citizen hier schon fertig ist und dass ein Urteil sein soll? Natürlich nicht. Es ist nur, der Ausblick ist wichtig. Also, wie viel Teamwork ist jetzt möglich im Kampf, nicht im Kampf, bei Minern, bei anderen Aspekten? Und wenn das sich jetzt auf ganz simple Sachen beschränkt, dann ist Teamplay oder Zusammenarbeit natürlich Blödsinn und macht auch keinen Spaß. Also achte ich da gerne schon mal drauf, ob eben beispielsweise der Co-Pilot auch außerhalb von brutalen Raumkämpfen eben was Sinnvolles tun kann oder eben nicht. Ja, dann geh ich mal. Geht das bei dir? Hier ist Koms. Ich hab Koms. Nephisto, Araxus, Fugio, Goike, das sind alles die Spieler. So, Levisky Landing Control Smart 55 Meter. Den rufen wir jetzt mal an. Ja, bitte. Hey, ich bin tatsächlich in meinem Schiff respawned. Geht nicht? Warte. Ja, macht er schon. Ist schon offen, der Kommunikationskanal steht. Sehr gut. Passiert nichts weiter. Ich kann die rufen, aber. Passiert nichts weiter. Ah, die haben schon aufgemacht, danke. Hab dich lieb. Ich. Das ist ein sehr rudimentäres Anfragesystem, ob man landen kann, ne? Ja. Ich will Anfrage erstellen oder so. Join the fight, Mockingjay. Di-di-di! Jetzt mit Katniss Everdeen in Star Citizen. Im Bereich der Avatare hat sich auch nicht viel geändert. Man kann inzwischen zwar auch Rüstung und Waffen ausprobieren, aber ich finde es auch ein bisschen fragwürdig, wie sinnvoll das für so ein Spiel in dieser Entwicklungsphase ist. Für mich macht es da mehr so den Anschein, dass das Eye-Candy sein soll für Leute, die auf sowas Wert legen. Denn was eben den Rest des Spiels angeht und die Atmosphäre darin, die ist praktisch eben so lange nicht vorhanden, solange diese NPCs in einer Bar so auftreten. Und dann kann auch von Immersion leider keine Rede sein. Das Thema dieses Wochenende war der Bergbau und mitgeliefert wurde dabei hier die Prospector Schiffsklasse, die sich tatsächlich recht angenehm zu fliegen lässt, sofern man da den Anschalter findet und die ängstlichen Passagiere ignoriert, die die eigenen Flugkünste kommentieren müssen. Na, alles klar, los geht's. Oh, da sind sie. Es ging ja nur nach oben, das war das Sicherste. Sehr gut. Also, dann fliegen wir aufs offene Feld hinaus. Wollen wir hier auf dem Planet für ihn bleiben, ja? Ja, meinen wir was, oder? Auf dem meinen Planet würde ich was meinen gehen. Fühle mich sicherer. Dann bringen wir uns mal gesagt aufs offene Feld und dann meinen wir ein bisschen was. Leaving. Ah, Mystic Zone, Rebs online, okay. Also ab hier dürfen wir jetzt meinen, oder was? Ja, aber wir fliegen noch weiter. Oh! Yeah! Ja, da oben rechts ist ein ziemlich dicker Brocken, der in der Luft schwebt, ne? Hier ist das Naturtalent, Männer. Ich bin ein Blatt im Wind. Seht, wie ich dahin gleite. Oh Gott! Oh Gott!
diese Desings, ey. Ja, so fliegt dein Naturtalent. Also, abgesehen davon, wir haben eigentlich erwartet, dass Cloud Imperium Games dieses Wochenende ein bisschen besser managt. Also, wir haben erwartet, dass so zumindest so ein kleines Text-Tutorial hier im Spiel vorhanden ist, was das Thema Mining angeht, denn wir haben diverse Versuche damit zugebracht, rauszufinden, wie das jetzt geht. Google bemüht, YouTube angemacht und dergleichen. Und am Ende hat es dann doch endlich funktioniert. Dann... Und er mir frei? Sieht das drück M, an? Drück bitte M. Oh, ich hab ja keine Meinung. Oh, alles klar. So, jetzt gehst du weg vom Felsen bitte. Oder nee, schubst du den anderen Felsen aus. Und dann... weg vom Felsen gehen? Okay. Space-Staubsauger, sind so. Wir in der Putzkolonne? So, ja, so halt, halt, da ist ein guter Fels links. Sehr schön. So, Aussichten. Oh! Wow! Juhu! Ja, und jetzt? Okay, das reicht schon. Oh! Ja! Ja, ah. Sehr gut. Also, wer von euch das Miner in den Star Citizen schon beherrscht, Stelle der weiß schon, ja, Stelle das hier bringt rein gar nichts. Deswegen sind wir einfach weitergeflogen. Oh, nein, 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 nicht runterklettern, nicht runterklettern, was machst nicht du runterklettern, denn? Da runter mit! Jetzt klettert er aus dem Zettel. Na, Suma, was machst du da? Ich bin tot. Du bist was? Du bist, was, was hast... Wie, du bist tot. Ich hab die Luke seitlich aufgemacht. Warum machst du das auch? Ich bin. Machst du auch im Auto die Tür auf, wenn wir fahren, ja? Aber nicht so plötzlich stehen. Was? Der ist blau? Nein, ist er nicht, aber mir fällt nichts anderes ein. Hier ist ja sonst nichts. Okay, lass mich mal ran. Ich werde es mal probieren. Oh, lass mich doch mal, bitte. Du kannst gleich wieder ran. Ja, sicher, sicher. Ne, ernsthaft, ich. Versuch, dass du hier Spaß hast. Mit Mining, was sowieso weniger Spaß macht. Also, nimmst du raus. Setz dich. Ich kann nur von rechts setzen. Ist das cool, also, ist das Schiff. Ich gehe durch dich durch, so. Warte. Geht nicht. Du gehst raus. Ach, Gott, okay, ja. Blödsack, ihr hattet richtig viel Platz da hinten und Azuma kommt auf nichts Besseres, als die Luke-Killings aufzumachen und rauszuspringen. Echt jetzt? Das ist so ein episches Feeling. Das ist das erste Mal Multicrew. Richtig, es funktioniert bei mir ruckelfrei. Ich bin richtig stolz. Ja. Und der eine setzt jetzt das Schiff gleich auf den Kopf. Ach Gott. Ja, die Systems sind nicht on. So weit, so spaßvoll beim Rundgang durch das 185 Dollar schwere Schiff. Aha, findet man noch einen kleinen Sanitätsbereich. Und die Erkenntnis, dass es einfach richtig cool ist, wenn man seinem Kollegen praktisch und wortwörtlich über die Schulter schauen kann. Ich bleibe dabei, das ist eine der großen Stärken des Titels, zumal es hier keine Ladezeiten in irgendeiner Form gibt und sich dadurch sehr natürlich anfühlt. Allerdings, ich muss dazu sagen, dieses Feature war vor einigen Jahren noch ein Novum. Damals, als wir deswegen Star Citizen auch angeschaut haben, wegen dem Multicrew-Feature. Doch dann gab es Titel wie Pulsar, in der man das ebenfalls machen kann, auch wenn dort zweifelsohne richtig getrickst wurde, sodass man das Gefühl hatte, gleichzeitig mit dem Schiff zu fliegen und gleichzeitig durch das Schiff laufen zu können. Aber zuletzt auch Sea of Thieves, Mann, dieser yes. Scheißtitel, hat gezeigt, dass mehrere Leute gleichzeitig auf einem Seeschiff interagieren können, ohne über Bord zu buggen. Und da ist Star Citizen jetzt nicht mehr ganz vorne weg. Da ist es jetzt kein so großes Novum mehr. Und da ist jetzt auch abzuwarten, ob das weiterhin so gut bleibt, dass man nicht aus dem Schiff fliegt, wenn man da bestimmte Bereiche betritt. Weiter in unserem kleinen Test ging es auch mal schnell daher und das hier macht definitiv Laune. Welchen Zweck solche Bikes später allerdings im Gameplay haben sollen, außer damit natürlich Rennen zu fahren, das bleibt jetzt abzuwarten. Wer jetzt hier Aufklärungen in die Kommentare schreiben möchte, da möchte ich gleich erwidern, ganz viele Elemente von Star Citizen machen auf mich keinen allzu militärischen Eindruck. Dazu ist es viel zu sauber, es ist zu glatt oder anders gesagt, es ist viel zu schick designt, als dass es irgendeinen militärischen Bezug haben könnte, bei der stets die Form der Funktion folgt. Letztendlich konnten wir das Mining dann doch noch erproben, als wir einfach auf einen anderen Planeten gesprungen sind und offen gesagt sind wir da dem Tutorial oder dem Gameplay eines anderen YouTubers gefolgt. Wir hatten eigentlich keine Lust mehr, da auf dem Eisplaneten weiterzusuchen.
Und da haben wir dann nach einiger Zeit diverse Vorkommen gefunden und darüber gerätselt, warum der Laser und das, was man sieht, nicht im Einklang ist mit das, was der Laser tun sollte oder auf das, was man zielt. Aber nach mehreren Versuchen, nach mehreren Minuten haben wir es dann doch noch geschafft. Und schwierig und kompliziert ist es übrigens mit diesem Schiff hier nicht. Es ist jetzt weniger eine Wissenschaft, hier Bergbau zu betreiben bei Star Citizen oder wirklich kompliziert. Es ist eher ein kleines Minigame, was man dann eben gewinnen sollte oder in diesem Fall auch nicht. Oh fuck. Azuma? Ja? Der Felsen ist vor uns explodiert und hat uns in die Luft geschleudert. Ja, ich seh's. Das Schiff hat hier roten Alarm angezeigt, oder? Ja, die Systeme sind... Oh Gott, der Herr, was ist das? Brennt der gerade nach unten? Ja. Seid ihr die Disco-Kugel da auf dem Planeten? Ja, da sind wir. Was? Wo sind ich würde jetzt hier gerne landen, geht keine das? Keine Ahnung, ich hab's aber nur so gesehen. Ja, lass mich mal. Ey, warte mal, ich mach ihm nur das Schiff aus. Wo ist der Laser noch an? Ich krieg den halt nicht aus, M, ne? M gedrückt halten. Okay. Du machst die Engines auf und wir sind hier... Oh Gott. Die Engines ausmachen hilft gar nichts. Ah, sehr gut, oh endlich. Gott, ja, was... Wenn er Engines ausmacht, ja. Dann fällt er einfach zum Boden. Ja, wir haben gelandet. Ich wollte mal kurz Pause machen. Ja, was? Wir sind auf dem Kopf, ne? Ja, ich merk das auch. Ja, guckt sie einfach an. Da ist noch nicht so schlimm. Paar Kurzschlüsse, ja? Mhm. Sollen wir eben das hier mal machen, damit du weißt, wie es aussieht? Nein, ich alles gut hier, also. Ne, ich mach dieses Thema an für dich, ne? Ich steig jetzt hier erstmal aus, ich hab keine Lust mehr. Also Phasen, die Quarzphase ist vor mir explodiert. Kann mir mal einer erklären, wie das geht? Ja. Ja, klar. So, was ein Schluss? Was für ein Blazo? Ja. Oh Gott! Oh Gott, was passiert denn hier? Ja! Ich steige jetzt aus. Was passiert hier? Wieso bin ich in der Luft, wenn ich aussteigen will? Ich will auch raus! Ich will raus hier! Den Abschluss dieses Zwischenfazits ziehe ich dann in der kleinen Aurora, die man in der günstigsten Version von Star Citizen bekommt. Hier haben wir jetzt ein bisschen das Flottenmanagement ausprobiert, ein paar gemeinsame Sprünge und einige haben eine Aufgabe angenommen, bei der sie bei dieser Raumstation irgendwen oder irgendwas suchen sollten. Und das wurde dann schon ein wenig interessanter. Dann gehen wir mal da rein, würde ich sagen. Bereit machen für Landung. Mit dem Schiff hier. Wollen wir versuchen, da reinzukommen? Hör mal, das sollte offen sein. Wo geht man da rein? Seitlich? Bestimmt, ne? Ja. Ja, da. Freelancer-Labor. Ist hier die auch? Hier ist irgendwo eine Öffnung. Wir sollten da irgendwo rein können. Okay, also hier ist es halt zu. Unten? Ja, der Typ ist hier gerade. Er sucht auch die Dinger. Oh, hier ist. Weiß ich auch nicht. Hier ist noch eine Vanguard und eine. Oh Gott! Was? Die betteln sich gerade eine Vanguard und eine Avenger. Also Deck 2 Rockmas, Deck 3 finden wir nichts. Ich gehe Deck 2 runter im Fahrstuhl. Oh, ihr müsst okay. Diese iPads. Das sind die Daten dort. Die was? iPads. Was für iPads? Das werden kaum iPads sein. Okay. Nein, das sind so eingebaute Tablets und Bildschirme, die. Die an der Wand hängen, meine ich, ne? Ja, die an der Wand hängen. Manche, ich glaube, einer liegt auch rum. Was ist ja zum Tablet macht. Ja. Ja. Ah, die Monitore sind aber auch an, ne? Ja. Ich habe einen gefunden. Deck 1. Die Vanguard hat gerade die Avenger zerfickt. Ja, ich sehe es gerade vor mir. Der Übeltäter schießt jetzt übrigens auf. Oh, ich hab noch einen. Etwas, wo ihr seid. Ich glaube, euer Schiff. Ja, ich glaube, er hat euer Schiff gerade zerstört. Der Kattel ist gekillt oder was?
Ich bin nicht. Nee, ich weiß ja nicht. Kannst du ihn davon abhalten, wenn er meine Cutlass killen möchte? Der Silent Death wird ja jetzt das Ganze hier machen, ne? Ich schau da nur zu. So, hier ist noch ein Monitor, der an ist. Hier sind mehrere Monitore, die an sind, aber. Okay, dann ja, die kannst du rangehen. Nee. Ja, gut, dann muss man mal gucken, welche mal Informationen kriegt. Das wird dir angezeigt. Das zerstört gerade. Ja, dann mach doch was, du bist der Einzige, der gerade im Schiff ist und da was gegen tun kann. Bin gerade dabei. Hier, Rockmonster. Ja. Komm zurück. Da ist gerade was hochgegangen. Ja, der Monitor. Oh. Ich glaube, er will nur aufräumen. Oh, hier. Oh, und jetzt kriege ich hier ganz viele Daten. Oh Gott, den Bug schon wieder. Durchgescrollt und raus. Alter, was passiert denn hier? Ich bestaune diese Explosionseffekte. Ja, wir sitzen hier in der Station drinne. Ja, ihr habt alle kein Schiff mehr, ihr kommt nachher alle bei mir in die Aurora rein. Ja, was? Mach mal. Ist die Cutlass weg oder was? Ich glaube schon. So, und jetzt? Warte, ich Deck 3, ich habe hier einen Serverraum gefunden. Den kannst du rein, indem du über hier die Luftschleuse reingehst. Welche Luftschleuse? Mitkommen, hier lang. Seh dich nicht, warte doch mal bitte. Da bist du, okay. So, jetzt kann ich ihn locken. Mann, wieso kann ich ihn nicht da locken? Hier hoch und dann kannst du da Daten abholen. Okay, im Serverraum ist bestimmt nämlich auch ein Monitor, oder? Ja, richtig. Gut. Hey, müssen wir noch, wo müssen wir die Quest abgeben? Keine Ahnung, habt ihr denn die Bestätigung bekommen, dass ihr alle habt? Die Quest ist nicht mehr da, also ich schätze mal ja. Bei mir ist die Quest noch da. Und da accepted ist die, Rockmonster. Oh, ja, das, so. Go to the, search the cover complex and submit an evidence when you feel you have enough information. Submit. Ja, geht nicht. Wir haben noch nicht genug Informationen. Schon so. Es gibt noch Räume hier, die wir noch besetzen müssen, besuchen müssen. Da gibt's eine Kantine, die wir noch, da noch, wo gibt's noch Daten? Also Deck 3 gab's nichts außer dem Serverraum, ne? Richtig? Ja, soweit ich weiß. Die sind aber noch Kabinen. Ja, die müssen wir mal untersuchen. Bin schon drin, ja. Oh, hier ist ein Pad. Ich schau mal, ob es Daten hat. Wo? Weiß nicht, wo du bist. Ne, einer der Kabine. Ja. Ne, hat keine Daten. Hier ist nix. Ich will die Kabine hier nicht auf. Noch ein Daten. Ah ja, das ist die Kantine, von der ich geredet habe. Hier müsste. Wo ist denn? Ja? Ich schau mich gerade um. Ob ich dieses Pad finde, was ich meine. Wer fliegt das hier rum? Ja, sollte es. Sollte hier irgendwo rum liegen. Nicht so viel rum. Die Geräusche, ne? Ja, überall aus dem geht irgendwas kaputt. Ich baller gerade auf jemanden. Echt? Ja, der euch zerstört hat. Kriegt nur keinen Lock auf den aus. Wie hast du denn die Kabine aufgemacht? Mach die wieder auf. Wieder auf. Ist da was Interessantes drin? Da ist so ein Pad drin. Computer. Der offen ist. Das Schadensmodell ist interessant, ne? Ich bin Hover hier. Offensichtlich haben die da detaillierte. Ja, hier sind Daten. Zuma. Rums. Ja, das war der Typ. Hast du ihn, Jer? Ja, wir haben sein Schiff, aber der Typ ist mit euch auf der Station. Echt? Ja. Okay, achso, wir müssen vorsichtig sein. Wieso ich den nicht locken konnte? Ich bin ein Idiot. Sag mal, Jer, kannst du mir uns vielleicht helfen? Ja, klar, ich bin hier. Hier? Ja, rechts von dir. Ah ja, genau, passt. Anhalten. Komm zu Papa. Ja, hinter dir. Ja. Wie, oh, hinter mir? Was war das? Ich weiß nicht, ob der gleich auf dich schießt, das muss nicht sein. Ja, hoffen wir's mal durch. Soll ich jetzt noch was machen? Soll ich landen oder? Nee, einfach genau da stehen bleiben. So, zwei.
Warte, nee, es ging nicht. Oh Mann! Da fehlt auch einer. Ich gehört, geht. Gottes Willen! Mein armes Schiff. Ah, okay, ich flieg uns hier weg. Warte, ja. Tür zu, warte, Tür zu. Geht nicht, jetzt geht nicht. Jetzt. Nee. Captain. Schlosstor. Ja! So gut. Das kann nur gut gehen. Jetzt, lass mich jetzt. Wenn ihr rausbackt, ne? Ja. Ich leg mich hin. Ich stopfe meine Waffe weg. Das ich leg mich hin. So. Oh, ja, das ist eine gute Idee. Hast du irgendwo noch einen Sitz oder sowas? Crusader. Crusader. Ja. Es geht nicht. Darf ich mal? Du willst wirklich versuchen, dass du auf meinen Platz kommst? Okay. Ja, warum warte nicht? Ah, so. Port Olisa. Quatsch sich da vorbei. Port Olisa kann man auch nicht gesetzt als Destination machen. Doch, kann man. Sollte also ich kann es nicht machen. Wir fliegeln sich da in meinem Apartment dahin. Das ist Rockmonster, da kannst du hier hinlegen. Oh, guck mal, oh. Oh, ja. Hm. Hallo. Deine eigene Klimazone. Klimaautomatik. Also so klein ist das Schiff jetzt auch nicht. Ne? Also, wenn man jetzt keinen Idioten hat, der die beiden Luken hier öffnet. Es ist gerade. Dann ist das. Verlocken. Also wirklich. Wenn ich jetzt die Tür aufmache. An dem Bord eines normalen Linienflugs ist das wahrscheinlich noch schlimmer. Nein! Gott. Oh Gott, lass das bitte. Zieh nur die Hose. Und? So, anschnallen. Ach, du kriegst das hin, ja? In 0, nichts, ja. Dann mach jetzt mal die scheiß Tür zu hier. Space! So, bereit halten, jetzt wird's gleich gefährlich. Also Lampen ausbauen. Bei 10 Kilometern die, oh Gott, das ist. Oh Gott, der, oh Gott, oh Gott, jetzt sind Kann ich jetzt, ich kann die Tür gerade offen. Warte. Ja, die Tür sitzt offen. Will jemand rausspringen? Mach bei Warp das Fenster nicht auf, ja? Wer ist da schon rausgesprungen? Ich muss das mal ausprobieren. Stell mir gerade die Enterprise vor, die auf Warp geht und da hängt da jemand so seine Wäsche raus. Oder irgendein Space-Hund, ja, legt die Zunge raus. Bitte beim Warp keine Flaschen aus dem Fenster werfen. Cutie heißt das hier. Das muss ich einfach mal probieren, was dann passiert, wenn wir bei 200.000. Aber Leute, das ist gerade voll cool, ne? Wir sind einfach nur Beifahrer. Wir werden gerade sicher irgendwo. Oh Gott. Also, das sicher ist fragwürdig, aber auf jeden Fall. Mein Gott, musst du denn so fliegen? Das ist nicht dein Schiff, Nefisto. Hast du überhaupt schon Landerlaubnis? Nö. Scheiß auf die Landerlaubnis. Oh, ich hab noch mal 500 Ding gekriegt, ne? Du auch? Ich auch gerade. Weiß ja. Nicht für was, aber. Oh, cool, ich hab Geld gekriegt. Bring hier gleich raus. Ey, muss ich mal gleich gucken. Wo seh ich denn das? Achtung! Wo seh ich mein Geld? Die Leiter aufgemacht. Wir steigen rechts aus. L1, unten rechts. Rechts seh ich mein Geld? Warte, bis das Schiff anhält. Verdammt nochmal. Da seh ich mein Geld. Was ist denn da? Unten rechts. So. Ich wollte eigentlich gerade aussteigen. Jetzt raus hier. Raus hier. Fick dich doch mal. Wenn ihr so schiebt, dann kann ich das Richtige nicht treffen und mach die Tür nachher wieder zu. Ja, alles du kannst aber auch schon. Gut, liebe Zuschauer, so viel zum Zwischenfazit jetzt nochmal so ein bisschen schriftlich. Also von der Grafik sieht man ja selbst, kann man sich ja selbst von überzeugen. Weiterhin eines der besten, was man im Moment hier für den PC bekommen kann. Die Performance hat sich auch enorm verbessert, auch auf meiner Maschine, die offensichtlich so ein bisschen unter den Kernen zu leiden hat. Das nochmal an anderer Stelle. Der Sound ist so ein kleines persönliches Problem bei mir, weil wir haben hier Geräusche im Weltraum und die sollten da eigentlich nicht sein, aber das ist extrem Geschmackssache. Die meisten haben damit kein Problem. Die Inhalte sind marginal immer noch. Also man kann wohl schon so ein bisschen was machen, aber ein richtiges Spiel würde ich das nicht nennen. Also der Vergleich zwischen den Möglichkeiten, die man hat und dem, was das da so im Moment so, wie es aussieht, ist sehr groß. Die Steuerung ist gut, läuft, ist auch höchst einstellbar, also da freue ich mich schon drauf. Ich mag Spiele, die man gut steuern kann und zum Abschluss ein Hauch Sea of Thieves.
ein bisschen No Man's Sky. EVE Online ist die große Hoffnung und das Teamplay, das sollte so sein wie Arma. Nein, aber es könnte was werden. Ja, es ist das Potenzial ist da, das hatten aber auch andere Spiele schon. Und ob das jetzt was wird oder nicht, das werden wir in den nächsten Monaten und auch vielleicht Jahren erst sehen. Danke fürs Zuschauen, Leute. Macht's gut. Ciao.